Wer redet, ist nicht tot. Auch heute bewarfen Schwarze Autofahrer mit Steinen, setzten Gebäude in Brand. Polizei und Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten. Dies ist Soweto der Ausgangspunkt der Unruhen. In der Vorstadt leben etwa 1 Million Schwarze. Es wird befürchtet, dass sich von hier aus der Konflikt auf das ganze Land ausweitet. Bei dem Sprachenstreit, der Anlass der Unruhen ist, geht es darum, dass die Burensprache Afrikaans teilweise die Unterrichtssprache Englisch ersetzen soll. Das Afrikaans gilt bei den Schwarzen als Symbol der weißen Vorherrschaft. Gegen das Vorgehen der Polizei und die Apartheid-Politik demonstrierten heute mehrere hundert weiße Studenten. Mit dem Ruf "Zeigt, auf welcher Seite wir stehen", zogen sie ins Zentrum von Johannesburg. Auf Transparenten und in Sprechchören hieß es: Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Veränderung. Als sich die Demonstration auflöste, kam es zu Schlägereien mit der Polizei. Weiße Südafrikaner griffen weiße Studenten an, die sich gegen die Rassenpolitik der Regierung gewandt hatten. Diese Rassenunruhen sind die schwersten seit 1960. Damals wurden bei Demonstrationen 69 Schwarze erschossen. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Moin. Apartheid ist das Thema der heutigen Sendung, vermute ich mal. Du vermutest richtig, weil das, was du gerade gehört hast, war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 17. Juni 1976. Und am Tag davor, am 16. Juni, ist dieser wirklich schreckliche Aufstand, der Schülerprotest von Soweto, losgegangen. Und am Tag danach, also an dem 17., wird in Deutschland erklärt, worum es da eigentlich geht. Und es sind zwei Dinge rübergekommen. Einmal der Grund, weswegen der Aufstand ausgebrochen ist, war, dass die Verwaltung Südafrikas, also die Schulverwaltung, gesagt hat, also ab sofort wird nicht mehr in Englisch unterrichtet, sondern in Afrikaans. Mhm. Und Afrikaans war die Sprache der weißen Minderheit, die die schwarze Mehrheit seit 1948 unterdrückt hat. Und zwar systematisch. Systematisch, da werden wir sicher gleich noch drauf kommen. Und das Zweite, was drin ist, es hat eben auch weiße Solidarität gegeben, also von Schülern und Studenten, die in Johannesburg waren. Die sind am Tag danach also auch auf die Straße gegangen und haben gesagt, nein, also wir finden das nicht gut, was die Polizei da gestern gemacht hat und auch noch weiterhin tut, sondern wir solidarisieren uns mit den Schwarzen in Soweto und möchten, dass hier derlei Konflikte aufhören, und wir sind auch für ein Ende der Apartheid-Politik. Du sagtest gerade, dass 1948 hat das erst angefangen mit der Apartheidspolitik? Also, ich hätte gedacht, das wäre wesentlich älter. Ja, ja, die Apartheid ist auch wesentlich älter. Die Geschichte von Soweto ist so ein bisschen damit gekoppelt. Ja. Die beginnt ungefähr am Beginn des 20. Jahrhunderts. Da wird Soweto als ursprünglich mal als eine Art Gesundheitslager aufgebaut, weil es in Johannesburg schwere Seuchen gibt, Beulenpest und schlimme Dinge. Und da werden einfach Leute hingetan, die sozusagen aus dieser Region, in der das ausgebrochen ist, in Johannesburg, werden da untergebracht. Und dann hat sich die Regierung dazu entschlossen, da mehr und mehr Schwarze hinzubringen. Und dann ist irgendwann diese Stadt sozusagen so groß geworden, dass Südwesttown, ist also so groß geworden, dass das fast schon ein eigener Stadtteil wurde. Und die Apartheid zur Staatsraison, ja, wo also der gesamte Staat in Apartheidspolitik machte, das ist erst gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg, 1948. Da hat nämlich die National Party die Wahl gewonnen. Das war die Partei der weißen Minderheit. Und die hat dann tatsächlich dieses zur Maxime erhoben und hat also mit allen Möglichkeiten, die ein Staat hat, also mit juristischen Möglichkeiten, mit legislativen, also gesetzlichen Möglichkeiten und eben auch mit polizeilichen Möglichkeiten, die Apartheid durchzusetzen und durchzudrücken. Und Apartheid kann man, ja. Wie kann eine solche Partei überhaupt eine Wahl gewinnen? Durften die Schwarzen gar nicht wählen? Ja, sie sind nicht so organisiert gewesen zu der Zeit. Also ja, was natürlich parallel dazu gelaufen ist, war der ANC, der African National Congress, also die Partei der Schwarzen. Das war die Partei Nelson Mandelas dann. Der ist kurz davor auch in diese Partei eingetreten und war für die Schwarzen als Rechtsanwalt tätig, die also bei Gerichtsverfahren vernünftig vertreten werden sollten. Das hat er gemacht und hat sich da auch schon so in Kreisen einen bestimmten Namen gemacht. Aber 1948 gewinnen halt die Weißen die Wahl, natürlich mit Beeinträchtigung und mit massiver Mogelei. Und
in dem Moment, wo sie die Wahl gewonnen haben, haben sie auch die Möglichkeiten, ich sage das mal mit Gewalt, alles durchzusetzen. Und Apartheid, wenn du dir das überlegst, was das eigentlich ist, dann ist es eine ganz, ganz schlimme Form von Rassismus. Dieser Rassismus wird in jeder erdenklichen Lebenslage durchgesetzt. Also mal völlig blödsinnig, aber man darf als Schwarzer in einem Bus nicht sitzen, wenn ein Weißer noch einen Sitzplatz sucht. Man darf nur ganz hinten und nicht vorne sitzen. Es gibt bestimmt spezielle Toiletten für dich, es gibt spezielle Parkbänke. Es gibt also vollkommen irrsinnig. Und die Weißen bestehen darauf, dass das so ist, weil sie davon ausgehen, dass die Schwarzen minderwertig sind, also eine wirklich üble Form von Rassismus. Und sie seien also doof und könnten die normalen Dinge des täglichen Lebens nicht bewältigen, also richtig madig machen, fertig machen und das eben nicht nur so in der Kneipe irgendwo, sondern tatsächlich mit den Möglichkeiten des Staates. Das bedeutet, wenn sich Schwarze dagegen aufgelehnt haben, wenn irgendwo Unruhen waren, dann rückte die Polizei aus, das Militär aus und hat das zusammengeschossen. Ja, weil es eine Straftat war. Ist ja ein Gesetz, gegen das du dann... Absolut, ja. Absolut. So, und also das war alles ein Prozess, der über viele, viele Jahre gegangen ist. Die westliche Welt oder wir haben erstmal zugeguckt. Ja, es hat also keinen interessiert. Es hat ja keinen Weißen getroffen. Ja. Südafrika ist weit weg. Und das wird schon richtig sein, was die da machen. Was kann ich denn wissen, was die Schwarzen da alles sonst so auf dem Kerbholz haben? Und all diese Vorurteile sind natürlich hier auch wunderbar bedient worden. Europa war dabei, sich selbst wieder aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern hatten sie nicht so sehr viel Zeit und Interesse, sich mit Südafrika zu beschäftigen. Das ist zwar auf dem gleichen Längengrad, aber weit weg. Und insofern war das einfach nicht so richtig auf dem Schirm. Und das änderte sich tatsächlich mit diesem Aufstand von Soweto und dort wiederum mit einem bestimmten Bild. Das hat jeder von uns schon mal gesehen. Da wird ein toter kleiner Junge, der ist vielleicht 5, 6, 7 Jahre, von einem etwas älteren jungen Mann weggetragen und er bringt diesen toten Jungen zu den Eltern. Und das ist so ein Bild, das ging durch die ganze Welt. So ähnlich wie Hector Peterson hieß dieser Junge. Hector Peterson hieß der Junge, genau. Und so ähnlich wie Kim Fook, das Mädchen, das den Napalm-Angriff überlebt hat und mit einem verbrannten Rücken auf die amerikanischen GIs zuläuft. Die hat also einen Massenprotest in Amerika ausgelöst. Kim Fook war das. Und es gibt halt so ein paar Fotos, die tatsächlich Weltbewegung im Sinne des Wortes ausgelöst haben. Und dieses aus Soweto gehört eben auch dazu. Und mit einem Male war das auf Thema. Ja. Ja, mit einmal sagten, um Gottes Willen, was ist denn da eigentlich? Was machen die denn da? Und wie können die denn die Leute da zusammenschießen? Und die sind, also es gab dann Filmausschnitte und übrigens auch Radioreportagen natürlich, die das wirklich in nackter Gewalttätigkeit gezeigt haben. Das waren nicht Wasserwerfer, das waren richtige Panzer. Und ja, das waren richtige, die haben auch scharf geschossen. Und ja, die haben doch sowieso, also ich erinnere mich daran, dass auch Südafrika auch irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung damals, also nicht in den 70ern, da war ich noch zu jung, aber später dann, Südafrika eigentlich so der Weltmarktführer in Fragen der Crowd-Control-Weapons irgendwie ja, war. Also ich erinnere mich an sowas wie Kieselsteinkanonen und ja, was sie da alles irgendwie als non-lethal bezeichnet haben dann irgendwann mal. Jedenfalls, sie haben wirklich nichts ausgelassen, kann man vielleicht so sagen, müssen diese Brutalität hier nicht so ausführen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz schlimmer Tag gewesen. Am Ende waren mehr als 200 Leute tot, natürlich nur von den Aufständischen, und es waren eben Schüler und Jugendliche und Studenten, die da protestiert haben, und sie haben dagegen protestiert, dass sozusagen die letzte Bastion, nämlich die englische Sprache, ihnen nun auch noch genommen wird und sie jetzt auf einmal in der Sprache der verhassten weißen Minderheit, die sie also die ganze Zeit unterdrückt haben, Schulunterricht machen sollen. Und auch die Lehrer haben gesagt, wir können diese Sprache gar nicht. Ich kann das nicht. Also ich habe das noch nie gesprochen und jetzt soll ich auf einmal in dieser Sprache unterrichten. Das geht alles nicht. So, und dann in diesem Moment sozusagen wird in der Welt klar, in Südafrika, da läuft etwas schief, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und in Deutschland war die Reaktion so, dass also einige Politiker gesagt haben, wir müssen jetzt Sanktionen gegen Südafrika auflegen. Das wurde dann auch gemacht, aber nicht nur von Deutschland, sondern von den Vereinten Nationen.
Es durften keine Waffen mehr nach Südafrika verkauft werden. Es gab den Vorschlag, ich glaube aus Kirchenkreisen, dass man keine Früchte mehr aus Südafrika kaufen sollte, um einfach dieses Land zu treffen. Ja. Und zwar da, wo es sein Geld verdient, nämlich eben mit Export von Lebensmittel. Ja, aber damit triffst du die Schwarzen in den Townships natürlich auch. Selbstverständlich. Das ist halt immer das Problem. Das ist das Problem. Und aber letzten Endes hat es dann dazu geführt, also jetzt der Aufstand ist, hat ja das ganze Land ergriffen und hat überall zu Aufständen geführt und zu einer noch stärkeren Unterdrückung der Schwarzen. Die Weißen, die Buren haben also dann den Aufstand genommen, zum Anlass genommen, zu sagen, seht mal, wir hatten recht mit unseren Befürchtungen. Das sind alles Idioten und gewalttätige Schläger. Guckt euch das doch mal an. Und dann war also die Antwort relativ schnell, nämlich diesen Druck noch weiter zu erhöhen. Und das wurde dann immer gewalttätiger. Und die Schwarzen, das war sozusagen dann das Nächste, was auch als Problem auftauchte für sie, war der Führer der Schwarzen, der uneingeschränkte Führer der Schwarzen, Nelson Mandela, saß derweil schon im Gefängnis. Mhm. Ja, der war 10, 12 Jahre vorher zu lebenslanger Haft verurteilt worden und saß also auf Robben Island, das ist eine kleine Insel vor Kapstadt, in einem Gefängnis und musste im wahrsten Sinne des Wortes Steine kloppen. Und mit ihm, ja, es gibt so 2, 3 Bilder aus dieser Haftzeit, wo er so auf Knien irgendwo sitzt, in einem Innenhof eines Gefängnisses und vor sich so ein Haufen Steine und der musste die klein schlagen. Und mit ihm so in einer Reihe wie so... Ich dachte, Steine klopfen wäre nur so ein geflügeltes Wort. Also nein. Warum mussten die denn Steine klopfen? Also was haben die... Da wurden dann Straßen mitgebaut. Ich weiß es nicht. Okay. So, und er hat dann immer versucht, vom Gefängnis aus zu lancieren, wie sich die Schwarzen verhalten sollten. Und er hat versucht, immer zu mäßigen. Er hat also nicht zu weiteren Gewalttätigkeiten aufgerufen. Ist dann zeitweilig isoliert gewesen, weil es natürlich Leute gab, die sehr aggressiv dann vorgehen wollten, die weitermachen wollten. Also es war eine ganz, ganz komplizierte und schwierige Situation. Und die Welt sozusagen hat auf einmal verstanden oder hat durch diesen Aufstand eben besser verstanden als vorher, dass sie jetzt was tun müsste. Und letzten Endes sind dann die Aktionen, die daraufhin erfolgt sind, also Sanktionen, Ausschluss von internationalen Gremien und Isolation des Landes, haben dann letzten Endes dazu geführt, dass die Apartheid irgendwann auch zusammengebrochen ist, und zwar mit Hilfe von Nelson Mandela. Und das war dann damals, de Klerk hieß, glaube ich, der weiße Ministerpräsident. Der letzte hieß de Klerk, genau. Der hat mit Nelson Mandela den Übergang dann hergestellt und beide haben dafür den Friedensnobelpreis bekommen. War das wirklich Ergebnis der Sanktionen und der Isolation Südafrikas oder war de Klerk auch einfach vernünftig genug, um zu sagen, das ist Schwachsinn, was wir hier tun? Na, also so wird das nicht gesagt haben, aber es kommt immer alles zusammen. Also ich sag mal... unabhängig jetzt von Südafrika, das gilt auch für die Nazis oder für andere Diktaturen, vielleicht auch irgendwann für Nordkorea. Der Aufwand, den du betreiben musst, um dein eigenes Volk in Schach zu halten, wenn der zu groß wird und wenn du so viel aufwenden musst, um Aufstände zu unterdrücken, um Leute bei der Stange zu halten etc., dass dir das Geld und die Möglichkeiten, die du da einsetzen musst, woanders fehlt, dann ist das Ende deiner Diktatur relativ nah. Und das war bei den Nazis so und das ist in Südafrika auch so gewesen. Das Land war isoliert, es hat Sanktionen zu ertragen gehabt. Ja, das ist eine schwierige Situation. Der Iran hat da jahrelang drunter gelitten. Ja. Er hatte gleichzeitig eben dauerhaft damit zu kämpfen, dass die Schwarzen den Weißen immer den Stinkefinger gezeigt haben und gesagt haben, wir wollen nicht und sich auch entsprechend verhalten haben. Mhm. Korrekterweise im Übrigen, wie wir das natürlich von außen betrachtet sagen müssen. Insofern haben dann mehrere Sachen zusammengespielt und letzten Endes war der de Klerk dann auch ein relativ einsichtiger Mann. Ja. Der hat gesagt, wir müssen jetzt tatsächlich A, den Nelson Mandela aus dem Knast rauslassen, weil gemacht hat er ja eigentlich überhaupt nichts, hat aber schon 20 oder 30 Jahre da gesessen. Und wir müssen den Schwarzen die Möglichkeit geben, an diesem südafrikanischen Staat in irgendeiner Form zu partizipieren. Mhm. Und was eben das Großartige an, ich sage jetzt ruhig mal Biden, war aber natürlich noch mehr an Nelson Mandela, war, dass er es hingekriegt hat, dass nach dem Ende der Apartheid nicht eine schwarze Wut sich über die Weißen ausgebreitet hat, sondern sie haben versucht, mehr oder weniger gelungen, versucht sozusagen dann gemeinsam diesen Staat zu managen. Und man kann da jetzt sehr viel Kritik üben, keine Frage, aber jedenfalls ist die Rache sozusagen in größten Teilen ausgeblieben. Naja, und vor allen Dingen, wie lange sind das jetzt her? Also wann ist die Apartheid abgeschafft worden? Seit wann sind die Schwarzen eingeladen, an der Gestaltung der Gesellschaft in Südafrika teilzunehmen? 20 Jahre? Ich weiß gar nicht. Am Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, genau. Also
ich finde, für ein so junges Land, das ist eine Demokratie, für eine so junge Demokratie machen die das schon ganz ordentlich, finde ich. Ja, das ist halt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass das so sauber läuft wie hier in Westeuropa. Und selbst bei uns läuft es nicht sauber genug. Ich wollte gerade sagen, also ich bin mir nicht sicher, ob es bei uns noch so sauber läuft, ehrlich gesagt. Ja, insofern muss man da mal vorsichtig sein. Aber ja, ich finde schon, dass du da recht hast. Man kann das tatsächlich so sehen. Das ist eine große Leistung. Und es ist tatsächlich, ich finde, dass es besser läuft, als ich das befürchtet habe. Mhm. Und eben, wenn man jetzt sozusagen wir versuchen ja immer so ein bisschen Geschichte zu uns zu holen und auch zu gucken, was wir da vielleicht daraus lernen können, beziehungsweise in diesem Falle können wir da nichts daraus lernen, außer dass einfach Apartheid scheiße ist. Aber man kann tatsächlich vielleicht wirklich mitnehmen, dass man sagt, wir müssen einfach einen Umgang miteinander pflegen. Schwarze, weiße, grüne, gelbe, das ist völlig wurscht, auch verschiedene Religionen selbstverständlich, die solche Verhältnisse, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, eben ausschließen. Und deswegen finde ich so Parteiprogramme wie das von der AfD, ohne jetzt da im Näheren drauf einzugehen, eben so kompliziert und so schwierig und auch so ablehnungswert, ja, weil sie Unterschiede machen. Sie werten das eine über das andere. Ja. Sie sagen, diese Religion ist besser als eine andere Religion. Und das geht irgendwie nicht. Also sie sagen, der Arbeit hat, ist besser als der keine hat, weil sie versuchen oder sie die Idee haben, Unterstützungsmaßnahmen zu streichen, ja, etc. Also das wird katastrophal enden und das wird einfach Wut und Zorn und Ungleichheit über die Menschen bringen. Und das ist der Ausgangspunkt von vielen, vielen, vielen Konflikten in der Menschheitsgeschichte seit, sagen wir mal, 2.500 Jahren. Und eine der letzten ist halt eben dieses Apartheid-Regime und diese unglaublichen Ungerechtigkeiten und diese brutale Unmenschlichkeit, die Weißen da ausgetobt haben. Und die Schwarzen haben uns im Grunde genommen vorgemacht, wie es besser geht. Sie haben nämlich gesagt, ja, ihr habt das gemacht, aber wir halten das jetzt aus. Und wir machen einfach Wahrheitsfindungskommissionen. Das ist zwar ein sperriger Name. Stimmt, aber das waren so eine Art Schiedsgerichte dann. Genau, ne? Genau. Aber nee, nicht Schiedsgerichte, sondern die haben einfach die Wahrheit rausgefunden. Ja? Sie haben gesagt, so war es. Ja. So. Und wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann wurde er vor den Kadhi gestellt und wenn nicht, wurde es einfach nur festgestellt. Ja. So etwas Ähnliches, wie man vielleicht in der ehemaligen GAUK-Behörde machen könnte, wo man sagt, wir wollen einfach nur sagen, so war es. Und wir haben ja schon ganz am Anfang hier über diesen Nürnberger Prozess gesprochen damals. Also wir wollen jetzt keine Siegerjustiz machen. Wir wollen uns zurückhalten, sozusagen den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, wir wissen aber heute besser, blablabla. Sondern wir wollen einfach nur die Wahrheit wissen. Und wenn man die Wahrheit weiß, dann kann man eben besser auch mit der Realität umgehen. Ja. Glaube ich jedenfalls. Was ich ja so spannend finde an diesem Apartheid, also an dem Begriff der Apartheid, dass es überhaupt ein Begriff geworden ist, der heute immer noch verwendet wird, um meistens vollkommen unangemessen Zustände zu beschreiben. Also es ist ja immer mal wieder gerne, dass Israel als Apartheidsregime bezogen auf die Palästinenser bezeichnet wird, was natürlich unsinnig ist. Weil das es, ist unsinnig, ja. Ja, das ist unsinnig. Aber ich finde das schon so faszinierend, dass so ein Begriff sich dann halten konnte. Ja, und weil er etwas ganz Bestimmtes tatsächlich konkret beschrieben hat. Diese schreiende Ungerechtigkeit über ein halbes Jahrhundert in Südafrika. Das ist eine derartige Unverschämtheit gewesen. Diese weißen Kolonialisten, das waren ja alles Kinder und Enkel und Urenkel von den ersten Kolonialisten. Und Holländern da, ne? Ja, wo immer sie herkamen, also jedenfalls aus Europa, die sich dort dicke gemacht haben und die halt sich die Filetstückchen im Land rausgepickt haben und sie eben für sich behalten haben und selbst ihren Reichtum aufgehäufelt haben. Und ich habe mal noch zur Zeit der Apartheid Südafrika besucht, zweimal sogar. Und war dann also zu Gast bei einem Weißen in Johannesburg und der war extrem reich, hatte Ferraris und war so ein ganz reicher Typ. Und in dessen Wohnung, Die war zwar innen super toll, war alles vom Allerfeinsten, aber drumherum war eine richtige, dicke, riesige Mauer. Ja. Und auf dieser Mauer hatte er so Glasstücke drauf gepflanzt, damit man also, wenn man drüber klettern wollte, sich die Hände aufgezogen hat und blutig gemacht hat. Und dann hat er das Prunkstück seines Hauses, war dann das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer war in einem Betonkäfig. Und dieser Betonkäfig hatte eine Stahltür, die würde, sagt er ganz stolz, also auch Panzerfäuste aushalten. Und da hat er dann seinen Tresor drin gehabt und der Mann war schwer bewaffnet. Und immer wenn der die Tür rausging und aus seinem großen Anwesen da rausfuhr mit seinem Ferrari oder mit irgendeinem anderen dicken Auto, dann hatte er zwei Bodyguards, schwarze natürlich,
die erstmal die Tür aufmachten und rechts und links gucken, ob da nicht irgend so ein Rollkommando stand. Und da habe ich gesagt, sag mal, wie lebst du denn hier? Das ist doch kein Leben. Das ist doch irre. Das ist doch völlig irre. Ja, sagt er, aber dann hat er also alle diese Stereotypen, rassistischen Vorurteile abgesondert und hat gesagt, das ist hier fucking mein Land und die Kaffer sollen verschwinden. Und ich habe gesagt, das ist irgendwie, aber so waren die alle. So waren die alle. Ich denke immer so, merkst du selbst, ne? Also das muss, man merkt das doch selbst, das ist doch eine Einschränkung des Komforts irgendwie. Ja, ich habe mich das auch gefragt, ob die Leute nicht selbst irgendwann denken. Also auch wenn du jetzt nach weiß ich, Brasilien zum Beispiel guckst oder so, da sind ja auch diese gated communities, wo sie alle Angst haben, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die Gesellschaft umorganisieren können, sodass niemand Angst haben muss. Ja, aber die Leute damals, die haben nichts anderes kennengelernt und für die war das vollkommen normal, was sie tun. Das heißt, sie sind nicht auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen. Ich will jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, wo ich auch, das werde ich ja in meinem Leben nicht, das ist die Frage meines Lebens, die ich mir nie beantworten kann. Wie kann so etwas wie Herr Mengele passieren? Ja, dem wird nachgesagt, er sei ein reizender Familienvater gewesen, hat ein paar Kinder gehabt, die hätten ihn ganz toll gefunden, er hätte sich toll um die Kinder gekümmert. Und dann eine halbe Stunde später hat er sie umgebracht, aus medizinischen Gründen. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Das ist ausgeschlossen. Und das ist das Gleiche, natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen, aber es ist die gleiche Denkhaltung, wie da die weißen, rassistischen, Mittelständler-Männer vor allem gesagt haben, die einfach den Schwarzen jede Form von gleichberechtigter Menschlichkeit abgesprochen haben. Die haben einfach gesagt, das sind minderwertige Subjekte. Ja. Das Einzige, was sie können, ist Handarbeit. Also irgendwo auf dem Feld und so, das ja. Aber sie können, sie taugen nicht denkfähig. Nein, sie taugen nicht zum Rechtsanwalt und zum Mediziner. Und wenn, dann sollen sie ihre eigenen Leute behandeln. Das von mir aus. Ja, aber nicht mich. Aber haben diese Leute nie das Land verlassen und sind mal in die USA gekommen und wurden da von einem schwarzen Mediziner behandelt? Das weiß ich natürlich nicht, aber das hat sie auf jeden Fall nicht weiter tangiert. Dann haben sie gesagt, ja, dann kannst du mal sehen, der Untergang der amerikanischen Gesellschaft, da findet man ja auch sehr schnell sehr viele Beispiele, liegt eben daran, dass sie diese Apartheid eben nicht haben und dass sie die Gleichberechtigung der Rassen haben und. Und du machst, wenn jemand so ein verbogenes Gedankengebäude in seinem Kopf hat, dann kannst du mit dem nicht diskutieren. Der dreht dir jeden Satz im Kopf rum und macht das Gegenteil da draus. Das sieht man ja auch bei modernen Verschwörungstheoretikern. Das ist, so ist das. Letztendlich ist es eine Verschwörungstheorie, ja. Ja, du kannst das, du musst es hinnehmen oder musst einfach gehen. Aber die umdrehen und zu netten Menschen machen, ist, glaube ich, wirklich aussichtslos. Wenn ich mir so angucke, wie in Europa, also gerade Westeuropa jetzt gerade die, obwohl eher Osteuropa auch, die chauvinistischen, rassistischen, nationalistischen Parteien im Aufwind sind, ich habe den Verdacht, wir hätten überhaupt gar nichts gelernt aus der Geschichte. Wir haben aus der Geschichte bisher jedenfalls nichts gelernt. Überhaupt nichts. Null. Da könnte man jetzt wirklich hunderte von Beispielen sagen, wo wir einfach immer so weitermachen. Eins haben wir jetzt gerade ausführlich besprochen, sozusagen vorhin oder in der letzten Woche schon. Alles das, was mit dem Mittleren Osten zu tun hat. Wir fliegen da weiterhin Bombenangriffe. Wir sind nicht in der Lage, weiter bis an die nächste Ecke zu denken. Das ist alles der gleiche Quatsch, den wir schon immer machen. Müssen wir uns dann darauf einstellen, dass wir in Europa eine neue, vielleicht ist es diesmal nicht Antisemitismus, sondern Anti-Islamismus, dass das alles nochmal kommt, diese ganzen faschistoiden oder faschistischen Staaten, die wir hier hatten? Staaten nicht, aber die Ideen und Parteien, die sind ja alle schon da. Das ist ja nicht der Punkt, dass es jetzt erst noch kommt, die sind ja schon da. Aber sie haben noch nichts zu sagen, obwohl sie treiben, naja gut, die AfD treibt die Bundesregierung vor sich her. Also die AfD hat jetzt schon mehr zu sagen, als sie sich selbst eingesteht, weil viele Dinge, die da gemacht werden an Gesetzen und an Vorschlägen zu Gesetzen, sind ja deswegen gemacht worden, weil es die AfD gibt. Das gleiche gilt für die FPÖ in Österreich, für den Front National in Frankreich. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, aber wir haben das Problem, dass wir nicht klar gemacht haben, und das haben wir noch nie richtig klar gemacht, wie dieses Zusammenleben mit unterschiedlichen Religionen, Rassen, Hautfarben, Vorstellungen, sexuellen Präferenzen, wie das wirklich funktionieren soll. Ja, unsere Großstädte machen es vor, da funktioniert es ja. Da hat die AfD ja auch nichts zu sagen. Ja, aber wenn du aufs Land gehst oder in den Ostteil unseres Landes, da wo es überhaupt diese Probleme alle nicht gibt, dann haben die da die größten Punkte, weil
die Leute haben sozusagen vorweggenommene Verlustängste und die sagen einfach, das könnte mir passieren, also habe ich Angst davor, also wähle ich die, damit das nicht passiert, wovor ich Angst haben könnte. Ja, völlig verquer und völlig idiotisch. Selbstmord aus Angst vor dem Tod. So ist es. So, und insofern, wir erleben, und das werden wir sehr bald erleben, den Untergang der beiden großen Volksparteien. Und die werden zusammen keine 50% mehr haben. Dann müssen wir Koalitionen bilden. Dann werden sich alle noch ein, zwei Mal rettend auf die FDP schmeißen und auf die Grünen. Und dann ist auch das nicht mehr genug, weil diese Parteien lernen es einfach nicht. Sie erklären nicht, sie erklären einfach nicht, dass dieses Land in der Lage ist, Menschen zu helfen. Und dass es niemanden irgendwie ans Fell geht, wenn wir, weiß ich nicht, 800.000 Flüchtlinge für 3 Jahre lang durchfüttern, sage ich jetzt mal ganz extrem. Das stört uns nicht, das können wir uns leisten, das ist wirklich auch unsere Pflicht, das zu tun, mal ganz abgesehen von irgendwelchen moralischen Dingen, aber das machen wir einfach, das ist in Ordnung, dass wir das tun. Es erklärt niemand, dass das problemlos ist. Dann wird immer gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass dann die eigenen Leute nicht unter die Räder kommen. Als würden die nicht auch unter die Räder kommen, wenn es keine Flüchtlinge gäbe. Das ist, ne? Ist ja auch das Interessante. Es ist ja nicht so, dass es denjenigen, die sagen, wegen der Flüchtlinge geht es uns schlechter, dass es denen besser ginge, wenn sie nicht da wären. Ja, und das ist eben auch ein Versagen der Politik, dass wir nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn Leute es aus welchen Gründen auch immer nicht so gut gepackt haben wie andere, dass man denen helfen muss, und zwar ohne irgendwie nachzukarten und ohne das in Frage zu stellen und den moralischen Zeigefinger zu erheben und es immer dann in Frage zu stellen, wenn die Gesamtwirtschaft etwas schlechter läuft. Das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht und das hat eine Entsolidarisierung, eine Abkoppelung von gesellschaftlichen Schichten ergeben, und die bestrafen uns jetzt sozusagen dadurch, dass sie nämlich auf einmal wählen gehen. Und jetzt haben wir den Salat und wir werden es ja erleben, was dann passiert mit der Europäischen Union, wenn du auf einmal so 2, 3 wichtigere Staaten mit faschistoiden Präsidenten oder sonst was hast, die einfach ausscheren und sagen, wir machen, was wollen. Ja. Genau. Gibt es ein historisches Beispiel für eine Resolidarisierung? Also historische Beispiele für Entsolidarisierung von Gesellschaften kennen wir zuhauf. Da ist ja die Geschichtsschreibung voll von. Aber gibt es irgendwo in der Vergangenheit möglicherweise so eine Art Anleitung oder so, wie man es doch noch hinkriegen könnte? Boah, da muss ich jetzt lange drüber nachdenken. Also aus dem Kopf so fallen mir auch eher die Negativbeispiele ein. Nee, jetzt so aus dem Kopf nicht. Dann beenden wir die Sendung mit einem dezenten Hinweis darauf, dass wir alle verdammt sind. Ja. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte. 1976 gab es einen Aufstand von Schülern in Soweto, in Südafrika, gegen das Apartheidsregime. Die passende Sendung auf D-Radio Wissen ist eine Stunde History vom 12. Juni 2016. Da gibt es dann sicherlich noch ein bisschen mehr zum Thema. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.